Das war wirklich ein Speaker, du blöder also. Zwei-Sterne-Trogger! Stirb doch! Ich hab nicht mal geblockt den Hier, da liegen noch ein paar, ich weiß nicht, was liegt denn da? Immer noch Wishboards? Winchelruten, ja. Ich hab drei Stück aufgesammelt, wie viel hat der denn gedroppt? Viel? Ist hier noch jemand auf dem Server und wir wissen's nicht? Denk nicht. Möglicherweise könnte das so sein. So, okay, ja, das war ja fast ein bisschen zu einfach jetzt. Ja gut, das war aber klar, ne? Also wir sind halt einfach nur OP-Kämpfer. Ja, war schon okay, denke ich. So, können wir wieder zurück, weil niemand will im Sumpf bleiben. Ja, das mit dem Grounden hat jedenfalls nicht so gut funktioniert. Wir sind immer noch arrogant wie nie, ne? Nee, wir sind halt einfach nur gut. Genau das meine ich. Da bin ich jetzt aber bei Kevin. Wir sind nicht arrogant, wir sind einfach nur besser als die anderen. Ja. Okay. Ist halt so. Nee, kann man nichts sagen. Also. Dann ist es wohl so. Wir nichts dafür, dass alle anderen nett sind. Honig hat man gar nicht. Honig haben wir gar nicht gebraucht, ne? Weil wir so okay sind, dass wir Honig brauchen. Also jetzt mal wieder Real Talk, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich denke schon, dass der Honig nicht verkehrt war. Ich habe keinen eingenommen. Ich habe überhaupt nichts gegessen. Okay. Nicht mal Damage. Dann hast du nicht richtig gekämpft. Also dann hast du nicht richtig gekämpft, wenn du jetzt sagst, du hast keinen Honig genommen und es nicht gebraucht. Da hast du quasi nur, dann hast du zugeguckt, aber nicht teilgenommen. Ja, na klar. Ist so. Ich habe trotz Honig, oh geil. Also ich musste auch zwischendurch einen Heiltrank nehmen, weil ich halt wirklich keine Lust hatte, aus dem Infight rauszugehen. Nee, ja, ich bin kurz mal raus und habe die Frostscheide benutzt. I mean, why not? Ja, aber ja, wollte ich nicht. Ich habe keine Lust, da erst rauszugehen. Was machen wir eigentlich mit den ganzen Wishbones? Also brauchen wir ja einfach nicht. Pff, weiß ich nicht, das Blöde ist, du kannst da auch nicht auf einen Itemstand packen, deswegen werden die wahrscheinlich da rumschimmeln. Das Problem ist, jetzt sind wir nicht so endlos getiltet, ne? Wie wir eigentlich dachten. Nee, und es ging auch deutlich schneller, als wir dachten. Stimmt, ja. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wir eigentlich einen übsten Fehler haben beim Trollshit, weil da steht eigentlich nur Trollshit. Also stand nur Trollshit. Trollshit. Ja, aber nur getrollt. Getrollt, meinst du? Bentley? Hm. Ja. Mhm. Wollen wir hier bei dem Knochenwanz noch Honig mit auf dem Objektständer geben? Gute ist Idee. Die Frage, geht das? Wenn das geht. Nee, geht glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, du kannst leider Honig nicht platzieren. Nee? Nee. Was irgendwie auch ein bisschen Sinn ergibt. Nee. Aber wir können ein Glas Marmelade hinstellen, es kommt Honig vielleicht noch am nächsten. Haben wir ausgewaschen und mit Honig befüllt. Wollen wir einen Trank hinstellen, einen Giftresistenztrank oder sowas? Ja, das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Und du kannst auch gerne... Warte mal. Wie gesagt, ich nehme jetzt meine Iron Mace. Hast du mir die hingeworfen? Benny? Ja. Ach, wann hast du denn das gemacht? Als du hier die Bombest-Trophy angebracht hast. Faszinierend, Alter. Faszinierend. Ich würde die auf jeden Fall noch hinlegen, weil er ist ja schwach gegen Blunt Damage. Und wo wir gerade bei Blunt Damage und Schwäche und so weiter sind, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen das Wording aufräumen, weil es gab da einige Missverständnisse bei dem, was ich letztes Mal gesagt habe, als ich gemeint habe, dass man einen Critical Hit macht, wenn die Zahlen gelb sind. Das, ist nicht technisch gesehen ein Critical Hit, denn es gibt eigentlich keinen Critical Hit in dem Sinne. Also quasi, Critical Hit ist ein Treffer, der auf Zufall basiert und ohne ersichtlichen Grund einfach mehr Schaden macht. Sowas gibt es in Valheim nicht. Was es in Valheim allerdings gibt, ist kritischer Schaden. Ja, das ist was anderes als ein Critical Hit. Kritischer Schaden ist quasi, wenn der Gegner eine Schwäche hat und man den richtigen Schadenstyp anwendet, um ihm dadurch mehr Schaden zuzufügen. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage Critical Hit und die Zahlen sind gelb. Um da zu erläutern, wie ich das meine. Und der Vollständigkeit halber, es gibt auch noch graue Zahlen. Das bedeutet, dass es quasi nicht sehr effektiv ist, würde man in der Pokémon-Welt sagen. Also, das ist eine Resistenz. Hier vorne haben wir noch Platz. Ja, ich weiß, da kommt eigentlich immer das Item drauf, was er gedroppt hat, aber man kann keine Wishbone platzieren, weswegen ich noch nicht weiß, was ich hier vorne hinlegen würde. Ehrlich gesagt. Aber
Du willst mir doch nicht sagen, dass Eiktür eine Geweihspitzhacke gedroppt hat. Nee, aber er hat das Geweih gedroppt, was nötig ist, um die erste Spitzhacke zu bauen. Und die Spitzhacke kannst du platzieren. Also es steht quasi okay. Symbolisch für das, was danach kriegt. Der Swamp Key funktioniert, aber aus der Wishbone kannst du halt nichts machen. Und ich habe noch nicht so wirklich was gefunden, was sich da, was quasi den Drop von Bone Mess gut repräsentiert. Deswegen ist der Item-Stand momentan noch frei, offen gesagt, ein bisschen mit der stummen Hoffnung, dass das, was man platzieren kann, im Laufe der Entwicklung noch geändert wird. Netter. Hoffen wir es mal. So, Freunde der Sonne? Ja, was ist los? Was wollen wir denn als nächstes machen? Das ist die Frage, ne? Also wir haben maximal viele Möglichkeiten. Entweder wir gehen ein bisschen auf Suche, beziehungsweise gehen hin zu Mordor, um das Portal dorthin zu klatschen und nebenbei ein bisschen Silber abzubauen. Oder wir sagen, wir machen erst das Wirtshäuschen. It's your choice. Also ich werf mal meine Meinung hier in den Kessel und sage, wir sind noch nicht getiltet genug für das Wirtshaus. Aber wir haben uns ja haben zu uns selbst ja so ein bisschen gesagt, Bauprojekte sind vor allem dann gut, wenn wir getiltet sind und eigentlich keinen Bock mehr auf das Spiel haben, um wieder ein bisschen runterzukommen. Soweit sind wir ja jetzt noch nicht. Deswegen wäre mein qualifizierter Vorschlag, dass wir tatsächlich das Portal umsetzen in den Plains zu Mordor. Und im Zuge dessen auch ein bisschen Silber alle fahren. Alle drei sterben und ja. Ja, genau. Okay. Genau, das ist nämlich so, das klingt, glaube ich, ganz gut so als Voraussetzung dafür. Das können wir, denke ich, erfolgreich machen. Dann bräuchten wir alle, alle nicht. Dann bräuchten wir nichts zum Portal herstellen, aber wir bräuchten was, um kaum brauchen wir ein Schiff. Ein Schiff, ja. Aber wie wollen wir schon machen? Also wir brauchen auf jeden Fall ein Schiff, so oder so, wir können es ja nicht... Hinzu können wir ja durchs Portal, aber rückzu müssen wir ja... Also mindestens einer von uns muss mit dem Schiff und hier fehlen schon 100 Eisennägel. Die waren heute noch da, das heißt, die müssen irgendwo bei euch sein. Ich war noch nicht auf dem Server. Gespielt. I swear, man. Ich war heute ganz kurz drauf und ich weiß, dass 160 Eisennägel da waren, das heißt... Irgendjemand muss in der Zwischenzeit irgendwo für 100 Dinges verwendet haben, 100 Eisennägel. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, bei Kevin lag ein Schiff vor Anker. Das ist richtig, das haben wir extra aus Eisen hergestellt, erst die Eisennägel. Und das sieht mir aus wie ein Longship, das heißt... Habe ich ja gerade gesagt. Wann haben wir das denn hergestellt? Nein, ich habe mir die Eisennägel hergestellt. Ach so. Die 100 dafür, ja. Okay, dann fehlen aber trotzdem... Dann fehlen aber trotzdem 100 Eisennägel. Ist ja auch egal, wir müssen dein Schiff jetzt, glaube ich, opfern. Nee, mein Schiff. Ja, oder wir holen nochmal neue. Wir können auch nochmal neue Eisennägel holen. Ist jetzt nicht so. Nicht nee, so praktisch. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir jetzt einfach 40 Eisennägel herstellen, honestly. Na, dann macht Benny 40 Eisennägel. Ich gehe die 40 Feinholz. Nee, Quatsch, nicht Feinholz, sondern antike Rinde holen. Und Kevin geht hoch und holt die Deerhide. Die Deerhide? Wie viel brauchen wir davon? Ja, warte, ich gucke gerade. Wir brauchen 10 Deerhide. Alles klar, Herr Kommissar. Und dann treffen wir uns, bei Kevin, würde ich sagen. Immer bei mir. So wollen wir jetzt da mit dem Ding fahren. Ich dachte, wir nehmen das. Nein, nicht bei Kevin. Wir treffen uns da, wo Kevin sein wird, nämlich in der Lagerhalle. Ich habe meinen Gedanken im Kopf weitergedacht, als ich ihn ausgesprochen habe. Klassiker. Classic. Hä, was ist denn? So. Mann! Pisse dich! Was hast du denn? Ach so. Ich dachte, es ist schon wieder was nicht passend. Na, der Server reagiert bei mir gerade wieder ein bisschen träge. Ich hab halt die unschöne. Ey! Das sieht halt auch wirklich gut aus, wenn Matze das macht. Weiß ich noch nicht. Was soll denn das? Das ist doch komplett am Eskalieren gerade. Ach komm, es ist doch ein bisschen was kaputt gegangen. Jetzt hab dich mal nicht so. Ja, die können wir doch nicht einfach ein Stück Dach aus dem Gebälk zimmern. Wo kommen wir denn da hin? Siehst du doch, wie sie es können. Ja, eben. Wo fängt denn das an? Wo hört denn das auf? Nirgendwo. Wo ist denn der Anstand geblieben? Vor fremdem Eigentum? Gab noch nie Anstand.
Nee, gab's noch nicht. Also, ich finde, das Gesellschaft ist komplett verkommen. Ja, wirklich wahr. Also, die Verrohung ist übel. So, haben wir jetzt alles fürs Schiff? I guess so. Ich hab 100 Eisennägel. Und da wäre gerade so eine... Ich hab 10 Dierheit. Ich hol gleich das Holz. Ich hol mir nur noch einen Rested Buff. Aber holst du auch die Ancient Bark? Ja, hole ich auch. Gut. Da wir gerade in so einer Übergangsphase sind, können wir ja nicht nur Danke Merkel sagen, sondern müssen ja auch Danke Baerbock sagen. Weil es aber beides zu lang ist, kombinieren wir es einfach zu Danke Bärbel. Danke Bärbel? Ja, Mischung aus Baerbock und Merkel ist Bärbel. Ach so, der Bärbel. Die geile Sau. Aber was ist, wenn es Laschet tatsächlich macht? Dann haben wir ganz andere Probleme, Benni. Du, wenn du nach Sachsen-Anhalt guckst, dann ist es durchaus wieder drin auf einmal. Ja. Ja, ja, naja. Aber gut, Sachsen-Anhalt sollte auch nicht unbedingt gerade eine Referenz für das Bundesland sein. Für Bund. Die Bundeswahl, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ist es eigentlich auch nicht, aber naja. Let's see. Ups, jetzt hätte ich fast die Tür gebaut. Ich wollte eigentlich nur gucken, was ich brauche. Ah, Mann, ich. Jetzt. Was hast du denn nur heute? Ich bin meine heute zu wieder, nichts Junge. In der Lage. 40, okay. Das wollte ich doch nur wissen. Hättest du doch fragen können. Nee. Doch, hättest du. Ja. Jetzt hast du auch mal sinnloses Nee gebracht. Nee. Das war total notwendig. Das war notwendig, das Nee. So fühlt sich das also an. Richtig schmutzig, ja. Und einfach ein random. Nee, da oben ist schon wieder irgendwas, was blinkert und kaputt gegangen dann ist. Dann lass es doch blinkern, Junge. Nee, es ist nämlich Eisen, was hier rumliegt. Es wäre nämlich die Spawn, da hätten wir ein Eisen schlecht gemacht. Und ich wundere mich dann immer, wo unser Eisen abbleibt. Naja, das die Spawn halt hier, mal ab und hier steht's. Eisen wegschmeißen, sage ich immer. Da steht's. Lest's doch. Ja. Was denn? Die Ordnung ja, ist muss gut, jetzt immer eingehalten werden. Jetzt. Putz mal. Wisst ihr, was das ist? Dein Geschlechtsteil und komm nach oben. Das ist immens wichtig. Wissen wir. Na, dann frag doch nicht so blöd. So, hier, dies, das. Jetzt muss ich erstmal noch ein bisschen Scheiß abladen, weil ich habe leider unterwegs Haufen Schnodder eingesammelt. Und wir haben schon wieder durch. Eine Kiste, die nicht zugänglich ist. Hä? Naja, eine Kiste, die rumbackt halt, die ich nicht öffnen kann. Naja, tragisch, ne? Heißt, müssen wir uns mittelfristig darauf einstellen, dass wir mal wieder den Server restarten müssen. Und ja, ich weiß, ich kann das, könnte das machen, bevor wir den Stream starten, aber... Matze war heute ein bisschen delayed. Ich war heute ein bisschen delayed, ja. Mein Rechner hat mich ein bisschen getrollt. Dem ist es heute eigentlich auch zu warm. Die Gifttränke kann ich eigentlich auch mal wieder wegtun, die brauchen wir ja nicht mehr. Oh, Junge. Ja... Ihr meckert dann wiederum, mein Inventar ist schon wieder voll, ich kann nichts mehr mitnehmen, hat noch jemand dafür Platz zum Tragen. Dafür ist das Schiff doch da. Du kannst aber mit dem Schiff nicht in die Berge fahren. Da kann man sich doch mal einen Kern herstellen. Aber da kommt die Eisen, die Bronzenägel und Dingens mit. Ja. Holz. Haben wir, ja? Wir haben alles. Wenn du also das Holz hast... Hast du Bronzenägel mit, Benni? Brauchen wir doch nicht. Das war für den Kern. Von den Karten? Ne, das habe ich natürlich nicht. Fehlt uns aber auch der restliche Kram, ne? Ja, was brauchen wir denn für einen Kram? Da brauchen wir doch nur Holz. Das kriegst du doch basically überall. Also hol ich mal Holz. Holz brauchen wir mitnehmen. Ich hol mal noch 10 Bronzenägel. Wir wollen noch was... Wollten wir nur das Portal umsetzen erstmal? Nein! Wenn wir einmal da sind in dem Gebirge, wird auch Silber abgebaut. Ich dachte, wir wollten noch so ein kleines Häuschen bauen. Was für von Häuschen? Mir aus das. Damit wir einen Rested-Buff holen können dann. Okay, bin ich dabei. Alles klar, hast mich. Also nimm mal ein bisschen Holz mit und was man halt so zum Bauen noch braucht. Holz finden auch wir im Wald, ohne Scheiß zur Not zimmern wir uns so eine halb abgefragte Hütte dort wieder hoch. Aber... Nee. Wir finden dort eine Holz. Axt dabei? Ja, natürlich habe ich eine Axt gut, dabei. Gut, okay. Wichtigere Axt Frage, dabei. Hat ich jemand nicht. Von euch eine Wishbone dabei? Weil sonst wird das mit dem Silber ziemlich... Nee. Ja. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht, Mensch. Ich hab's immer im Wishbone ne, dabei. Hast doch eine, die Silber entdecken kann, dabei. Diese gute Laune hier kotzt mich an, ey. Oder heute ist ganz schlimm, ist ekelhaft. Ah, scheiße, mein Frosten ist kaputt, ich muss mal reparieren gehen. Ja, dir gönn ich das. Erstmal random schlechte Stimmung produzieren, mal gucken. Gucken, was passiert.
Bin ich jetzt hier alleine? Hallo, nee, Mama? Auch. Ich bin Achso, auch hier. Hallo, Benny. Aber die, Loks greifen nicht an, wenn man Goblins anschießt, oder? Das weiß ich nicht, probier's doch mal. Gut. Was liegt denn hier rum? Skelette, die haben die Loks angegriffen. Achso, clevere Skelette. Das ist schon mal für dich ein bisschen angehittet. Danke, hab ihn gefinisht. Angehittet durchs Portal zurück. Tschüssi. Schön. Hallo Loks. Hallo Loks. So, Frostner ist repariert. Super, hast wütend gemacht. Hab ich gar nicht. Nee, natürlich nicht. Ich hab nur Hallo gesagt. Naja, das hat ihn wütend gemacht. Ah, Loks wären nicht wütend, die wären bloß weniger müde. Komm mal her, komm mal her. Matze, kommst du dann auch mal? Ich mach schon mit. Ach so. Ich nie gemerkt, weil hier sind 3 Kobolde und einer davon ist Stufe 1. Mhm. Aua. Oh, ich muss was essen. Ja, iss mal. Den Kobold ist tot. Der Stufe 1er hätte mich fast gekriegt. Jetzt ist mir aber ein bisschen zu warm hier. Mit Wolfspelz und Feuer ist mir das... Ach du Ugelig. Ah. Der kommt hier doch bestimmt nicht hoch, oder? Nee, so nicht mehr. Oh. Ich hätte mal voll Bock auf eine Loks-Trophy. Jo, das wäre schon ganz lustig. So, wir müssen das Portal aber auch mitnehmen, ne? Sonst wird das nichts. Gut, dass ich noch Honig dabei habe. Gar keine schlechte Idee. Es liegt denn ja alles rum? Knochenfragmente von Skeletten. Braucht kein Mensch. Kannst du alles wegschmeißen. Rotz. Nee, Steine. Ach, das sind von den Loks. Die haben quasi... Was ist das? Das ist vielleicht ein Mist auf. Das ist aber Schwarzmetall. Das würde ich mitnehmen, weil das ist ja gar das nicht so verkehrt. Ja. Ah ja, die Knochenfragmente, die würde ich wirklich weg. So, Kevin, willst du wieder dem Loks Hallo sagen noch? Nee, alles gut. Ich lasse in Ruhe. Dann hier Bergsteigerqualitäten, würde ich sagen, oder? Geil. Also, denkt dran... Wartet, kommt mal alle her. Warum? Eigentlich ja. Bei der Hälfte, ach so. Komm runter. Mm-mm. Hab dich jetzt nicht so. Mann! Ich war so stolz auf mich. Ja, ist doch der okay, wir waren alle stolz auf dich. Die ganze Welt hat gesehen, wie weit du nach oben gekommen bist, außer Benny. Das kann jeder. LOL! Wie könnten ihr so hochspringen? Hä? Siehst du? Eiktür! Na, ich hab auch Eiktür und komm trotzdem nicht bis hoch. Weil die Eiktür auch richtig nutzen. Hä? Was ist hilft, richtig nutzen? Es hilft halt ungemein, wenn du zweimal im Gebirge an einem Golem gestorben bist und dir nackig im Schlüpfer so einen Berg hochkraxeln musstest, um dein Zeug zu recovern. Und dann? Dann lernst du, wie das geht. Also wenn das Stamina runter ist, runter. Da gibt's auch keine Technik. Ja doch, du musst dir vorher schon ungefähr einen Stein aussuchen, den du erreichen kannst. Naja klar, aber Benny, oder ich weiß nicht, wer es war, ist einfach nur straight nach oben, ohne einmal zu stoppen. Ja, Benny ist ja auch der Godfather of Jumping, der macht das einfach. Das hat damit nichts zu tun, weil die Leiste ist irgendwann bei 0, das verstehe ich gerade überhaupt nicht. Das ist für mich cheaten gerade. Okay. Schön, also, dass alles cheaten ist. Safe, das verstehe ich nicht. Das ist mir zu hoch. Können wir mal ganz kurz... Naja, der Berg ist auch relativ hoch, stimmt. Ganz kurz innehalten und festhalten, was das hier für ein immer geiler Spot für eine Base wäre. Das haben wir uns auch erst überlegt, Benny und ich, ob wir vielleicht hier denn sogar unsere Biom-Base bauen, also unsere Gebirgs-Biom-Base. Das ist quasi der Phallus des Berges, wo Matze gerade draufsteht. Würde ich so nicht sagen, aber wenn ich mir hier angucke, wie viel von diesen Felsvorsprüngen das gibt, da kann man so geil Gebäude draufzwirbeln.
würde ich mich richtig sehen. Also, wollen wir hier die Biome Base machen oder was? Würde ich mir mal gerne so vormerken, ja. So ein bisschen Nepal-Style, wisst ihr? Wie diese Bergdörfer. Wo Nepal liegt. Ja, ich weiß, was Nepal ist. Also. Ich meine nur, ich wollte es nur ein bisschen konkretisieren, aber das fände ich mega immer geil. Würde ich mich tierisch sehen. Ich habe einen Steingolem aufgeweckt, ne? Das finde ich nicht so mega imbar geil, aber ich komme dir trotzdem helfen. Nee, egal, ich bin eh noch nicht so weit wie ihr. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Das ist mir unerklärlich. Ich recover mal meine Stamina, weil der scheint schon wieder irgendwie ein Problem mit mir zu haben. Aus Gründen, die warum hab ich eigentlich keinen Rested Buff mehr? Verlegt sich doch daran. Hä? Das ist es. Der Rested Buff. Das ist eigentlich. Warum hab ich den nicht always mehr? Der Rested Buff. Na, aber. Naja, macht den Steingolem schon ohne mich, ne? Ja, ich mach zwar nicht effektiven Damage, aber passt schon. Aber gut, der machen wir ja alle, ne? Der ist ja, glaube ich, bloß gegen Spitzhacken anfällig. Ernsthaft? Ich war doch nicht mal in Reichweite. Ich hasse den Steingolem so sehr. Der hat eine Range von 3 Kilometern. Mindestens. Also, das habe ich mit dem Maßband nachgemessen. Ein Maßband, muss ich sagen. Ja, oder? Das war ganz normales 2 Meter Maßband, aber trotzdem. Ja, so, das easy. War doch easy peasy. Guck mal, da ist eine Struktur. Da würde ich mal irgendwie versuchen reinzukommen. Den ganzen Müll hier wegschmeißen, den ich noch. Kevin lässt hier schon wieder Müll in der Gegend rumliegen. Das ist schlecht für deine Umweltbilanz. Naja, sie bei 0. Wenn es ein CO2-Fußabdruck wäre solide. CO2-Schmei, sage ich immer. Na los, geh auf die Couch. Ja, ist okay, Hund. Na komm, los, hopp jetzt. Frag doch nicht immer so. Oh, Hilfe! Wo bist du denn? Da. Ich weiß nicht, wo ihr alle seid, um ehrlich zu sein. Na, Matze hat gesagt, wir holen zur Struktur hoch. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Du bist nicht der Hund, den ich meine. Geh weg. Also ihr könnt ruhig sagen, ich will zur Struktur, wenn ihr nicht wisst, wo sie ist, nützt mir das nicht viel. Ach, Benny ist basically schon da, oder was? Oh, da könnte ich richtig geil. Ah, verdammt. Ach, weil Kevin aufgeschreckt hat, scheiße. Hä? Du hast den Draugr quasi alarmiert und deswegen konnte ich keinen Critical Hit landen mit meinem Messer. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass es so war. Oh, hast du es gesehen? Hast mir den Kill gestealt. Nö, ohne wenn ihr hier so lange rumquarkt. Ach Jungs, Mensch, hier liegen Gedärme rum. Ich hab keinen Platz dafür. Schön. Können wir mal hier irgendwo... Nee. Hör auf mich sinnlos zu nähen. Nee. Das war aber nicht sinnlos. Wir setzen jetzt hier eine Mini-Base auf, ob ihr das wollt und nicht. Okay. Und ich ignoriere jetzt auch den Drachen, der hier gerade zum Frühstück kommt. Okay. Trotzdem hat niemand getötet. Da sind sogar mehrere. Naja. Die beschützen das Ei dort hinten. Und da ist ein Stehgolem. Eieiei. Den locken wir hier einfach in das Loch und dann hat sie es ausgegolemt. Was für ein Loch? Na hier, dieser Kreis da. Oder wir staggern ihn und machen Critical Damage. Ja, Critical Damage, ne? Nicht Critical Hit, ganz wichtig. Das ist ein Unterschied. So, ich muss erst mal der ganze Zeit mit der Spitzhacke draufhaut, ja, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Es ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, nicht blocken zu können. Ich kann eh nicht gescheit blocken. Blocken, schmocken, sagt der Kevin immer. Es ist schon richtig, ja. Aber da. Oh, was ist denn mit den Drachen hier los? Seht ihr nicht, dass wir gerade arbeiten? Macht doch bitte einen Termin. Ja, Last Hit, Alter. Bleib doch mal hier. Geh dich vergraben, du Golem.
Lösch dich. Und da ist eine Drachentrophäe. Sehr schön. Ja, das war sogar, mein Drache. Ja, jetzt nicht mehr. Hm, I see. So, dann bauen wir mal eine Workbench und setzen mal ein kleines Camp auf. Junge! Du fliegst hier gleich! Hat er die Workbench weggebaut? Ja, völlig random. Geht so der Struktur darüber. Geh wohl die mir, Bumpe, ey. Nehmen wir eigentlich das Drachenei mit, oder? Ja, auf jeden Fall, weil das ist nicht so unselten. Okay. Achso, ich hab's recovered. Muss noch eine Kiste bauen. Ihr macht das mit dem Bauen, ich guck mal ein bisschen rum, hä? Hier, warte mal, Kevin. Mhm. Geh mal mit meinem Wisch bauen mit. Okay. Doch die Axt, das ist doch viel einfacher für den Baum, Junge. Ach, Matze geht am Bauen. Na geil. Ich bin der Architekt, ich kümmere mich ums Bauen. Okay, dann gehen Benny und ich auf Silbersuche. That's fine. Hast du auch schon jetzt ein volles Inventar, aber... Who cares? Wenn ihr unterwegs eine halb abgerissene Bude findet, sagt gerne Bescheid, dann nehmen wir stattdessen lieber die. Also das ist jetzt eher so aus der Not heraus hier das Lager geworden. Habt ihr mal geholfen nebenbei bei dem Drachen? Ist da Silber? Das schlägt relativ stark aus, oder nicht? Eigentlich schon, ja. Ach Mensch, der Stone Golem hat uns ja auch ein schönes Stämmchen hinterlassen. Na, hier ist ja was. Boah! Also saßen wir quasi direkt an der Quelle und wussten es nur nicht.